Frage ist, wie lange ich mich verstecken kann. Und wo die Polizei ist. Die sind alle über mir, das heißt, ich brauche gar nicht mich verstecken. Mich da rein? Nee. Noch ein paar Sekunden, dann habe ich es geschafft. Nur noch entkommen. Das hätten die jetzt gemacht, wenn ich kein Auto gehabt hätte. Hätte ich da auch ohne Auto reinkommen können? Ich weiß es nicht. Ja, Elle. Verdächtiger ist weg. Schreib deine Fahndung aus. Okay, ich bin sogar noch in der Nähe. Ja, geil, wie er immer die Laterne wegdrehte. Ach, das Auto ist hier. Ich hoffe, du hast eine Einladung, sonst bist du tot. Ich bin der Fahrer. Scheiße, Mann, was hat so lange gedauert? Hast du ein Auto? Das Ding ist völlig platt. Nein. Meine Regeln, dein Auto. Das ist der Job. Also gut, Mann, komm, wir müssen. Na dann. Wenn Sie suchenden Gegnern entkommen, verlassen Sie das Suchgebiet unbemerkt, drücken Sie auf F, verstecken, Achtung. Auf kurze Distanz. Es ist alles schiefgelaufen, Eddie ist tot, ich hab ihn da liegen lassen. Oh Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts, so eine Scheiße. Folg einfach der Strecke und halt die Augen offen. Die Bullen suchen uns. Deine Strecke ist Selbstmord. Setz still und halt den Mund. Halt dich an den Plan, ich weiß, was ich tue. Und deswegen ist dein Kumpel jetzt tot. Halt den Kopf unten. Leitstelle, wir kümmern uns um die Gassen und versuchen ihn rauszutreiben. Verstanden. Alle Brücken der Umgebung sind oben, außer Wells. Aber da kommt gleich Verstärkung rein. Alles klar, Wells kommt Verstärkung rein. Wo muss ich denn hin? Ich muss da hin. Hochbahnstation Western, okay. Also wie lautet der Plan? Sprich mit mir. Du musst dich beruhigen. Die ganze Insel ist dicht. Wir bleiben in den Seitengassen. Parkhäuser. Immer außer Sicht. Sobald ich den Motor und die Lichter abstelle, verhältst du dich ruhig. Dann sind wir ein geparktes Auto. Verstanden? Ja, ja. Okay. Scheiße, meine Hände hören nicht auf zu zittern. Hast du schon mal einen mit Bauchschuss gesehen? So viele. Sprich mit mir, ich flipp gleich aus. Ich bin mal kurz ruhig. Er wurde im Bauch getroffen. Hab mal gehört, das sei nicht so schlimm. Ist das wahr? Sowas kann in beide Richtungen gehen. Wenn die Kugel nicht durchgeht, wird das zu bösen Kollateralschäden. Hör mal, die Cops werden antworten wollen. Also wird dein Freund. Alles klar, okay. Ich durfte gar nicht entdeckt werden. Aber wie komme ich denn da durch? Ich muss ja aus der Gasse raus und dann komme ich automatisch auf die Hauptstraße. Hä? Es ist alles schiefgelaufen. Eddie ist tot. Ich habe ihn da liegen lassen. Oh Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts. So eine Scheiße. Folg einfach der Strecke und halt die Augen offen. Die Bullen suchen uns. Deine Strecke ist Selbstmord. Setz still und halt den Mund. Halt dich an den Plan. Ich weiß, was ich tue. Und deswegen ist dein Kumpel jetzt tot. Halt den Kopf unten. Leitstelle, wir kümmern uns um die Gassen und versuchen ihn rauszutreiben. Verstanden. Alle Brücken der Umgebung sind oben, außer Wells. Aber da kommt gleich Verstärkung rein. Putsch. Also, wie lautet der Plan? Sprich mit mir. Du musst dich beruhigen. Die ganze Insel ist dicht. Wir bleiben in den Seitengassen. Parkhäuser. Immer außer Sicht. Sobald ich den Motor und die Lichter abstelle, verhältst du dich ruhig. Dann sind wir nur ein geparktes Auto. Verstanden? Ja, ja. Okay. Scheiße, meine Hände hören nicht auf zu zittern. Hast du schon mal einen mit
auch Schuss gesehen? So viel. Ruhe bewahren und Kopf unten. Ja gut, wer so ein Auto parkt und das auch noch durchgehen lässt. Es ist ja sehr wichtig, die Map im Auge zu behalten. Vielleicht lebt er die noch, hä? Er wurde im Bauch getroffen. Hab mal gehört, das sei nicht so schlimm. Ist das wahr? Sowas kann in beide Richtungen gehen. Wenn die Kugel nicht durchgeht, wird das zu bösen Kollateralschäden. Hör mal, die Cops werden antworten wollen. Also wird dein Freund sicher ins Krankenhaus eskortiert. Mein Gott, ich habe Eddie getötet, ich weiß es. Ich habe sie reden gehört und einfach reagiert. Ich dachte, ein Verletzter hält sie vielleicht auf. Ich habe auf den Arm gezielt, Mann. Ich schwöre bei Gott, einer von uns musste es schaffen, oder? Diese Leute akzeptieren kein Versagen. Die Polizei sucht jetzt nach einem Schützen, statt einem Einbrecher. Das war jetzt nicht leicht. Du musst mich rausbringen, Mann. Sonst bin ich am Arsch. Du hast Glück, dass du nicht laufen musst. Okay. Das ist zu. Wir sind jetzt in einer Garage. Wir nähern uns dem Ziel. Noch ein Polizeiauto stellt sich uns im Weg. Ist es. Es fährt rum. Oh, es geht weiter, okay. Fuck, Mann. Ich sag mir, du wärst gut. Geschafft. Noch ist gar nichts geschafft. Wir haben unser Ziel noch nicht erreicht. Ich glaube, die Polizei ist raus. Ich glaube, wir haben keine Polizei mehr, die uns verfolgt. Wir dürfen suchen. Geschafft. Wir treffen ein paar Leute hier. Vermassel es jetzt nicht. Okay, alles klar. Fahrst du natürlich wieder berauschend. Lucky Quinn. Der Boss vom Club, was will der? Er trifft sich nicht mit uns. Sondern mit dir. Oh, mal schauen. Jemand wusste das. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Das sollte gar keiner sein. Ich meine, das ist eine Computerfabrik, oder? Ich drehe mich um und der Alarm geht los. Die Bullen waren so schnell da. Ich habe nicht... Psst. Ruhig jetzt. Es ist vorbei, Sohn. Wenigstens habe ich's. Stimmt. Darum geht's noch. Genau darum geht es tatsächlich. So funktioniert die Welt. Nicht viel Raum für Fehler. Oh, das verstehe ich, Mr. Quinn. Es war aber nicht mein Fehler. Wirklich beruhige nicht. Beruhige dich. Es ist gut. Beruhigt. Hast du deine Mama angerufen? Deine Freunde? Dein Mädchen? Nein, Sir. Ich war alleine. Das ist gut. Sehr gut. Sag deinem Arbeitgeber, ich rufe wieder an. Wenn ich noch eine Lieferung brauche. Da sieht man's mal, alte Menschen. Quinn. Er führt den Chicago South Club. Diese Arschlöcher heute. Chicago aus, als ich noch gar nicht lebte. Ich hätte der Stadt einen Gefallen getan, wenn ich ihn erledigt hätte.
Genau das will ich ja nicht mehr machen. Es kommt immer alles zurück. Das darf nicht wieder passieren. Der Herr scheint eine Vorgeschichte zu haben, die wir noch nicht kennen. Wie war's? Hast du den Job erledigt? Hast du etwa gedacht, ich arbeite gerne für den Scheißclub? Ein Barscheck ist ein Barscheck. Trenn endlich mal die Moral von der Kohle. Entspann dich. Hör mal, ich kann dir einen Kontakt verschaffen. Er besorgt dir bessere Voraufträge, wenn du willst. Ja, sicher. Weiß nicht, ob ich annehme. Gib ihm meinen Namen. Wer sagt schon Nein zu mehr Kohle? Oh, und weil du fragst, Maurice geht es in seinem neuen Zuhause echt gut. Sehen Sie im Fortschrittsrad an Smartphone an? Ja, das interessiert mich nicht wirklich, was für einen Fortschritt ich habe. Mission beendet. Ich will mal was probieren. Bereit? Ja, warum geht das nicht? Ich habe etwas für dich. Wir müssen uns treffen. Treffen? Etwa persönlich. Soll ich nach einem Kind mit einer Maske suchen? Keine Maske. Folge einfach meinem Signal. Ich dachte, du wolltest keine treffen. Das stimmt. Aber es muss sein. Aha, man kommt also auf Unterbrücken drunter. Das ist ja lustig. Siehst du, was hätte ich gar nicht rausgefunden, wenn ich sich so einen Spaß gemacht hätte. Und da ist unser nächstes Ziel. Wir machen diesmal direkt hin, ohne Umwege. Und ich versuche mich jetzt mal ruhig zu verhalten und keine Aufmerksamkeit zu erregen. Und dann schauen wir mal, was dieser komische Bad Boy, der keine treffen möchte, für einer ist. Vielleicht ist es ja ein ganz cooler Typ. Ohne Mist, das Brückenhochfahren macht mir Spaß, aber ich glaube, das hat jeder gemerkt mittlerweile. So. Vorsicht, Auto. Ich war extra so langsam, dass niemandem was passiert. Yeha! Ich finde, ich habe gut eingepackt. Dum, 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 dum. So, wollen wir mal schauen. Ich hatte schon oft mit Bad Boy zu tun, aber seine Identität blieb immer geheim. So funktioniert der Zack. Jetzt will er mich treffen. Sehr ungewöhnlich. Ich werde ihn mal durchschütteln und sehen, was er vorhat. Interessant. Leck mich. Ja, hab ich mir auch gedacht. Mann, leck mich. Aber den Jungs sagt man sowas besser nicht. Mann, hör auf damit. Na klar, ganz einfach. Hey, Mann, ich schmuggle keine Waffen mehr für dich. Tschüss und schieß mir nicht in den Rücken, wenn ich mich verpisse. So funktioniert das nicht, Mann. Tja, vielleicht tauchst du eine Weile außerhalb der Stadt unter. So wie ich jetzt gleich. Was? Bad Boy, 17. Bitte, was? Bad Boy, 17? Clara. Clara. Ach so. Sieh ich aus wie ein Bad Boy? Ich würde sagen, eher wie ein Risiko. Ich mache dir doch keine Angst. Hast du Grund, mir Angst zu machen? Jetzt wirst du aber paranoid. Ach ja? Irgendwer mischt mein Leben auf. Bedroht meine Familie und gleichzeitig will sich der mysteriöse Bad Boy mit mir treffen? Und er ist eine Sie? Er ist eine Lüge? Hör mal. Ich muss dir vertrauen können, Clara. An deiner Stelle würde ich mir nicht trauen. Aber hier ist ein Grund zuzuhören. Die Nachricht, die du geschickt hast. Ich weiß, wo man ihn findet. Ja, also deswegen müssen wir uns ja nicht persönlich treffen. Doch. Das persönliche Treffen war nötig. Du wolltest Dead Sex System Hacks
Jetzt hast du mich. Du solltest etwas netter sein. Ich eröffne dir gerade eine neue Welt. Ja. Du bist nicht die erste Frau, die mir sowas verspricht. Damit machen die alle ihre Drecksarbeit. Und sie wissen nicht, dass ich Zugang habe. Du hast es geklaut? Ein mächtiges Tool. Aber mach keinen Fehler. Du kannst schnell jemanden verletzen. Sehr. Ich glaube, du vertraust mir nicht. Gib mir einen Grund, dir zu vertrauen. Na gut. Der Typ mit der Nachricht. Wie finden wir ihn? Wir arbeiten zusammen. Du mit allem, was ich dir geschickt habe. Ich verfolge sein Signal. Du bist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Und du bist genauso, wie ich dachte, Aiden. Skillpunkt erhalten. Ja, okay. Wir erhöhen natürlich erst unsere Fähigkeit. Autoöffnung schaltet ab und öffnet die Türen. Achso, das hier. Reduziert erlittenen Schaden bei Zusammenstößen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Akzeptieren. Verbessert die Fahrverhalten abseits der Straße, brauchen wir auf jeden Fall akzeptieren. Also ich weiß halt, dass ich schlecht im Autofahren bin. Darum skill ich auch auf das Autofahren. Und das Schießen wäre natürlich auch nicht schlecht. Verringert den Rückstoß. Das hört sich gut an. Und beschleunigt den Waffenwechsel. Wir haben also... Bad Boy oder Clara? Mach's nicht komplizieren. Voila. Wir müssen also deinen Anrufer finden. Aber er ist clever. Seine Adresse wurde durch einen CTOS-Büroturm gebounced. Kundenservice, Angestellte, Manager, so Sachen halt. Ein Bürogebäude. Wir müssen einen Weg ins System finden. Du bringst mich ein? Ich gebe dir seinen Standort. Ich kann an der verwundbarsten Stelle ins Gebäude. Da, wo sie Lieferungen annehmen. Das ist unterirdisch. In dem Tunnel. Da fange ich an. Hey, tut mir leid, wenn ich unhöflich gewesen bin. Ich weiß, was du vorhattest. Du wolltest mich einschüchtern. Lehrbuchmäßig. In meine Distanzzone treten. Anstarren. Physischer Kontakt. Du hast nach Rissen gesucht. Hast du welche gefunden? Wüsstest du wohl gerne. Die Dame hat mehr drauf, als es den Anschein hat. Wir befinden uns momentan im unterirdischen Teil der Stadt, das heißt, wir sind ganz sicher, müssen aber jetzt wieder nach oben gehen. Und ich muss sagen, die Fahrermission lief doch mal ausnahmsweise okay, da habe ich keinen Fehler gemacht, war ganz cool. Vielleicht freunde ich mich ja wirklich, an mit dem Fahrzeug. Irgendwas hacken, immer zwischendrin mal so viel Geld. Aber anscheinend, doch, da will jemand gehackt werden. Schön, dass man kann es einfach so vorbeilaufen machen, das ist ganz cool. So, wie weit ist es noch? 90 Meter, das sieht ganz gut aus. Dankeschön. So. Unter uns also. Was war das? Das war doch ein Stück zu tief. So würde ich sehen, mal, ich habe es gerade ganz okay hingebracht. Da sind wir uns doch ein Stück zu tief gesprungen. Das sah nicht so dolle aus. Aber okay.